Hallo und herzlich willkommen zum 43. Teil unseres 100-tägigen Minecraft Survival und ein bisschen Roleplay Events. Was ist alles passiert? Also, wir haben den Wald vor ein paar Tagen gemacht und es wirkt so, als ob der ordentlich genutzt wird. Also, was die Leute abfarmen, pflanzen sie auch wieder an und das finde ich wirklich wunderbar. Die Leute haben einen Vertrauensvorschuss bekommen und offenbar war der ganz gut, beziehungsweise wird nicht enttäuscht, das Vertrauen. Das finde ich sehr toll. Hier sieht es sieht immer schlimmer aus, okay, logischerweise. Mich würde es echt interessieren, ob am Schluss hier dann alles weg sein wird, da bin ich mir nicht sicher, keine Ahnung. Hier hat jemand offensichtlich eine Markierung gemacht, wie man in die Stadt kommt. Ich finde es, nochmal, würde ich sagen, an alle Mitspieler, die jetzt hier zuschauen, vielen, vielen Dank, dass ihr so cool drauf seid. Dass ihr so nett zu den anderen Spielern seid und denen so viel weiterhilft, das ist wirklich toll. Und das ist eigentlich besser, als ich es mir vorgestellt habe. Das Event, das macht wirklich, wirklich Spaß, auch wenn es unfassbar viel Stress ist, aber es macht wirklich Spaß. Also, hier wurde extrem viel gefarmt heute. Und die letzten Tage, aber hauptsächlich von einem Spieler, dem lieben. Oh Mann, das ist peinlich, jetzt habe ich den Namen vergessen. Scrappy? Scrappy, glaube ich. Sparky natürlich, bitte nicht klauen, Eigentum von Sparky, was ist denn hier drin, was man nicht klauen könnte. Okay, ich glaube auch nicht, dass das verklauen wird. Oh, legit ein Creeper. Der liebe Sparky hat hier offensichtlich richtig viel rausgeholt, alles ausgehöhlt, das gefällt mir. Und farmt sich hier dumm und dämlich mit der ganzen Kohle hier. Finde ich sehr cool. Ja, mal schauen, was wir dann hier noch damit machen. Ich glaube, wir werden, also generell, es kommen so viele neue Leute und das ab der Hälfte des Events, dass wir vielleicht, bin ich mir überlegen, dass wir sagen, in den letzten Tagen wird so richtig gefarmt. Dann werden wir die Landschaft komplett unzugänglich machen, dass keiner mehr mitfarmen kann. Also nach den 100 Tagen kann keiner mehr hier farmen in der öffentlichen Mine. Und dann gehen wir in Game Mode und verschönern die ganze Landschaft. Also dann machen wir die ganzen Spielspuren rückgängig. Und dann können die Leute noch ein paar Tage weiterbauen und ein paar Tage spielen, bei dem wir es erfahren haben. Und noch ein bisschen handeln untereinander, bevor wir von unserem Main-Server wechseln. Dann hat man noch ein paar extra Tage Zeit. Das wäre eine Idee. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr dazu meint. Hier wurde auch gefarmt. Hier wurde eine Kaktusfarm gemacht. Großes Lob an Pascadi. Dass er den Leuten dann Vertrauensvorschuss gibt und hier ein bisschen Sand und Kaktus placed. Hier die Schafe, die abgefarmt wurden, finde ich auch cool. Hier wurde der Grundriss gemacht für die Kathedrale. Goldkuchen hat beschlossen, eine Kathedrale zu bauen. Hat sich eine riesige Fläche hier gekauft und reserviert erstmal. Das ist nicht selbstverständlich, dass man hier irgendwie die Hälfte der freie Fläche für sich beanspruchen kann. Es wollen schließlich mehrere Leute hier mitbauen. Aber durch das, dass das hier ein Allgemeinwohl, also dem Allgemeinwohl dient, kann er das machen, weil dann kommen Villager rein und dann auf jeder Hand. Und das ist ganz gut. Es gibt eine neue Quest beim Hauptmann. Für jeden, der 24 Stunden gespielt hat, der kriegt nochmal Anfangs-Items. Nur noch krasser. Also die Anfangs-Items kennt ihr ja. Da gibt es jetzt noch mehr für jeden, der halt 24 Stunden dabei war. Bei eben dem Hauptmann hier, am Ende des Hauptplatzes. Hier steht ein einsames Bett, keine Ahnung, wem das gehört. Zu den Grundstücken wurde richtig viel verkauft. Es wurde dieses Grundstück hier verkauft an eben Pascadi, der hat sich das innerhalb von einem Tag eben gekauft. Es wurde hier richtig viel gegraben. Also hier wurde der ganze Graben ausgehoben. Und das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Und es wurde hier mit der Kirche begonnen. Also es wurde eine riesige Kirche begonnen. Und mal schauen, wie die denn aussieht, wenn sie fertig ist. Das ist nämlich meine Kirche. Ich habe jetzt so erst den Überblick, wie das Ganze so aussieht. Es ist sehr schwierig zu planen, wenn man halt nichts sieht. Und ich bin schon wirklich gespannt, ob das dann Früchte tragen wird. Ich hatte großartige Unterstützung dabei. Danke nochmal an der Stelle, vielen, vielen lieben Dank und jetzt weiter zu den Änderungen. Grini hat sich dieses Grundstück hier gekauft,
Dieses Grundstück hier steht noch zum Verkauf für 924 Dollar, wäre auch noch cool. Lage nah am Wasser, kann man angeln von dort aus. Hin kommt man übrigens nur über die Stadtmauer bei dem Grundstück. Das Casino ist leider immer noch nicht gebaut worden, wäre ich schon gespannt, würde ganz gerne mein ganzes Geld verzocken. Und ja, hier fehlen immer noch ein paar Häuser, in der Ecke ist nicht so viel passiert. Neues Mietshaus gibt es hier, ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Und hier wurde ein Deichvieh oder auch hier das Grundstück verkauft. Der hat sich ja auch ein tolles Grundstück leisten können, weil er so viel mitgeholfen hat. Glückwunsch an der Stelle. Hier ist leider gar nichts passiert in den letzten Wochen. Ist irgendwie so ein bisschen verlassene Gegend hier. Ja, dieses Haus muss mal weggerissen werden von Yassi. War so vereinbart, dass sie das Haus entfernt. Die ganzen Grundstücke gibt es auch noch zum Verkauf und der einzige, der hier gelebt ist, Basti GHG, FanMC und WolfNP, der irgendwie auch seit anderthalb Monaten sein Haus nicht weitergebaut hat. Hier gibt es von Qualenhunter ein Grundstück hier, der auch sehr wenig aktiv ist leider. Das ist also irgendwie sind das hier, kann halt so ein bisschen so die Lust ist, weil irgendwie keiner von denen hier so aktiv ist. Just Andy war auch schon ewig nicht mehr da. Basti GHG-Fan, der ist eine zweite Niederlassung. Und der Andy Jukore könnte auch mal wieder vorbeischauen. Die ersten Farmregionen wurden hier verkauft an die Spieler. Hier wurde auch schon fleißig gefarmt. Hier und hier, ihr seht es hier, das ist hier nicht fertig gewachsen. Das wurde heute schon abgefarmt und die Kaktusfarm ist recht bescheiden. Wer hat denn hier alles gekauft? Lukas Käsebrot war das, der alles gekauft hat, cool. Pascadi hat sich hier das Ganze gekauft, die ersten Reihen sind verkauft und jetzt bin ich gespannt, wie das ankommen wird. Denn ich glaube, wenn hier der ganze Acker verkauft ist und 50 verschiedene Spieler hier eben die Grundstücke haben, dann bin ich überzeugt davon, dass das sich lohnt, weil dann jeder irgendwie hier die Grundstücke von den anderen Leuten lädt und das ist eine tolle Sache eigentlich. Hier wurde der Durchgang weggegraben. Und ja, hier auch. Es wurde unfassbar viel gegraben. Das war so großartig. Die ganzen neuen Leute haben sich Geld erwirtschaften können. Wir haben was an der Map weitergebracht. Es macht mir wirklich Spaß. Und wenn ihr auch mitmachen wollt, dann kommt einfach auf unseren Discord drauf. Und oh, was ist denn hier tolles gebaut? Was Barky baut hier? Okay, der legt hier richtig los. Ja. Coole Sache, coole Sache. Gut, kommt auf den Discord drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.